Und wenn es nichts ist, dann hören wir wieder auf. Hören wir gleich auf? Ach. Donnerblitz und Sonnenschein, mal so, mal so. Ja, also, Ihr Trinken, mein lieber Herr Meier, gefällt mir nun gar nicht. Komisch, meine Frau auch nicht. Ja, sagen Sie, haben Sie denn nun gar keine Angst, dass Sie bei Ihrem starken Alkoholgenuss nachts einmal der Schlag treffen kann? Nein, in der Nacht schläft meine Alte. Wie heißt jetzt das gleich? Sie heißen, Rüttel. Nein, Writtelpfund. Writtelpfund. Wie? Writtelpfund. Ach, Writtelpfund. Ja. Kurze Rede, langer Sinn. Der lange Franz bringt das Wand, der Bub zieht den Anzug an. Was hat er? Was sagst du? Was? Wo er den Bum gar nicht kennt? Das ist das Frappante an dieser Angelegenheit, nicht wahr? Wo ist dein Wiederholungszeichen? Wo? Da, ra, 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 ra. Geht's mal weg, sag ich immer, deuter Tag her jetzt. No? Hier? Schau noch. No! Au! Ich probiere jetzt aus, mit der Alten. Da wird sich die Mutter aber freuen, oder? Jetzt gehen wir. Wenn ein Italiener sich dazu hergibt, einem Ausländer zuliebe, sein Land zu verraten, was ist denn? Die Wecker ist ein italienischer Berg, der auch nur vom Breil aus bestiegen werden. Ich stehe euch nicht Rede und Antwort. Ich stehe hier überhaupt niemand Rede und Antwort als mir selber. Was wollen denn Sie da oben? Ich will auf den Gipfel. So? Auf den Gipfel wollen Sie? Ja. Da kommen Sie lebendig nie hinauf. Ich werde allein den Durchstieg zum Gipfel finden. Sie werden nicht allein weitergehen. Lassen Sie das, Karin. Kommen Sie gut zu Tal. Der Einzige, der mir den Gipfel wegnehmen könnte, ist der Wimper. Nein, Tonio, ich lasse dich nicht gehen. Ich habe Angst um dich. Ja, bin ich dir denn gar nichts wert?恵美子は偉いんだからこんな地震なんかちっとも怖かないな。タッパザイン。Dazu hat die Natur dieses Landes das japanische Volk erzogen. Durch die vielen Erdbeben? Erdbeben, Vulkane und Taifune. Eine harte Natur und wenig Land für so viele Menschen. Sind das deiner Meinung nach die zwei wesentlichsten Eigenschaften des japanischen Charakters? Jedenfalls die wichtigsten. Und die berühmte Liebe des Japaners zu seinem Land? Warum erwähnst du die nicht? Das ist zu selbstverständlich. Darüber reden wir nicht lange.
Schau mal die Felsen da drüben. Großartig, diese wilden Küsten von Japan. Ja. An denen haben sich schon die Stürme von 2 Jahrtausenden japanischer Geschichte gebrochen. Und diese Stürme kamen immer von Westen? Immer aus dem Innern Asiens? Die gefährlichen? Ja. Und aus Europa? Das waren die Jetlua Winde. In den meisten Fällen sogar verlockende, zumindest nützliche. Wunderbar so eine Maschine, nicht? Wunderbar so eine Maschine! Die haben wir gebaut. Und weh unserem alten Nippon, wenn wir das nicht gerade noch im letzten Moment von euch gelernt hätten. Sonst gäbe es auch kein freies Japan mehr.